Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S19 auf dem PC hier auf der Kernstadt. Weiter in Abenteuer Precision Farming, könnte man jetzt so sagen. Ja, wir müssen noch Felder analysieren. Wir schicken ihn hier mal rüber zu Feld 20. Da müssen wir dann weitermachen. Das können wir aber hier mit Autodrive machen, dass wir uns erstmal um den Düngerstreuer kümmern können. Den schickt man einfach mal hier hin, Feld 20, dass er einfach dort ankommt. Und ja, dann werden wir gucken, dass wir dort weiterfahren können. So, wie gesagt, Düngerstreuer ist fertig. Den nehmen wir natürlich heraus. Und werden dann den Kurs rausnehmen. Und er kann eigentlich gleich hier unten, es springt schon wieder um. Ob es ranzoomen müsste, weiß ich nicht so genau. Das würde auch reichen, wenn die Karte Normalgröße behält. In der Größe würde mir vollkommen ausreichen. Das muss eigentlich nicht zoomen. Weil etwas Dünger ist noch drin. Auch noch ein Frosch im Hals drin hier. Er kriegt natürlich jetzt hier Feld 23 Düngen. Das wird es genauso geben. Weil die haben wir ja schon alle gedüngt, die Felder. Also das beim Düngen sehe ich nicht so problematisch. Kalken müssen wir, glaube ich, überall einstellen. Ne? Wir stellen hier auch mal um auf Feld 23, weil ich glaube nicht, dass der Dünger reicht für das Feld. Und er kann anfangen am ersten Wegpunkt und legt dann eigentlich los. Warum Kursbläse hier immer so eine Gedenkpause könnt, weiß ich auch nicht, bevor er anfängt. Aber er sollte eigentlich funktionieren. Wenn wir nichts falsch eingestellt haben. Oder geht er doch nicht? Hallo? Na, geht doch. Warum nicht gleich so? So, dann brauchen wir natürlich hier unseren Kalkstreuer. Den müssen wir erstmal hier noch in abholen, abliefern. Den müssen wir komplett einstellen. Ne? Da ist nichts passend. Also wir brauchen Feld 22. Das ist ja komplett neuer Trecker. Wir müssen auch Kursplay entsprechend einstellen, dass Autodrive das Nachfüllen übernimmt. Wie gesagt, wir brauchen hier Feld 22. Der Beladepunkt wird am Hof unser Kalksilo. Hier Hof, Silo, Kalk. Mit Kalk, das erkennt er. Wahrscheinlich, weil Kalk hinten drin ist. Und wir brauchen natürlich einen Kurs. In 22 Kalken, oder hat man 22 mal gekalkt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Irgendein Feld hat man doch ganz am Anfang gekalkt, ne? Feldarbeit, gucken wir mal nach. 22, was wir da alles haben, aber... Ach doch, 22 Kalken, 18 Meter. Dann nehmen wir das natürlich. Wir müssen jetzt hier noch einstellen, in erweiterten Einstellungen, das Autodrive entladen und auffüllen. Übernimmt. Wir sagen, Tool anheben spät, senken früh. Und okay. Und da müsste eigentlich alles funktionieren, wenn wir einen ersten Wegpunkt anfangen lassen. Einschlagen tut schon mal wie verrückt. Aber er fängt nicht an. Dein Helfer sitzt drin, ne? Also der guckt sich jetzt hier die Landschaft an, aber er könnte auch anfangen zu arbeiten. Aber er steht oben auch noch nicht oft blockiert. Okay, jetzt fährt er los. Und dann ändert sich unten die Karte. Wir sehen, dass es nicht rot ist, sondern es ist ja jetzt für den pH-Wert. Bringen wir ja den Kalk aus. Und da gucken wir mal auf der Übersichtskarte hier pH-Wert. Also die pH-Werte sollten sich ja zwischen, wenn wir auf der Hilfe gucken, pH-Wert sollte sich ja bei lehmiger Sand, sandiger Lehm und Lehm bei 6,75 bis 6,0 oder bis zwischen 7 und 6,0 ist meistens der pH-Wert. Den stellt ja der Helfer uns über die RTK-Station automatisch ein. Da brauchen wir eigentlich nichts machen. Und theoretisch, wenn wir hier mal F1 anmachen, sollte es so sein, dass wir relativ wenig Kalk verbrauchen, weil wir sind ja schon einen sehr guten Bereich. Wir sehen schon hier beim pH-Wert Kalkausbringung, die Spanne ist relativ gering und wir brauchen bloß 2,6 Tonnen auf den Hektar.
Also der Kalk wird auch eine Weile reichen. Wir fahren ja auch mit vollen 20 km/h. Weil er nicht so viel Kalk ausbringen muss. Ne? So, dann sehen wir ebenfalls unten, verändert sich dann, weiter ranzoomen kann ich auch nicht. Wenn sich die Bodenart ändert, die ändert sich ja der Bodentyp. Ach nee, das ist alles derselbe Bodentyp. Nach dem gleichen Bodentyp macht er dann also auf einen selben pH-Wert. Der pH-Wert war unterschiedlich. Ne? Aber hier unten würde dann beim Bodentyp einen Unterschied machen mit dem pH-Wert, den er optimal einstellt. Oh, unser T8 sollte aufgetankt werden. Haben wir den schon wieder leer gefahren? Na toll. Aber das würde, denke ich mal, fertig kriegen. Da müssen wir generell mal gucken, wie weit er ist, so von Prozenten her. Er ist bei 92%, also ja, dann muss halt die Anzeige jetzt mal so lange da unten stehen bleiben. Das ist jetzt mal so. So, er düngt hier fleißig, also sieht man. Stellen wir um auf Stickstoff und da sehen wir, dass er ja unten das Feld ordentlich... Er kriegt das aber nicht auf die 200 Kilogramm. Ich weiß nicht, ob das dann auch am... Wenn wir jetzt hier auf Hilfe drücken, sind wir direkt im Stickstoff. Aber da bin ich noch nicht so recht schlau draus geworden. Ob wir das Dunkelgrün erreichen müssen. Oder ob wir das nur erreichen, wenn wir mit natürlichen... Stickstoffmitteln noch düngen, also Gülle oder Mist oder mit natürlichen können wir es nicht anpassen, mit künstlichen Düngern wird es angepasst. Achso, genau, das erste Mal düngen sollte eben während der ersten Wachstumsstufe sein. So, wie kann ich es aber manuell regeln? Oder ist es so, okay, ich lasse es erstmal auf Automatik, mal sehen. Ich weiß eben nicht, ob ich es hochregeln müsste, dass ich das Ganze hier auf dunkelgrün kriege, weil jetzt haben wir ja irgendwo, was haben wir denn jetzt für eine Farbe? 120, 140 Kilogramm auf den Hektar, würde ich sagen, oder? Wir lassen ihn mal arbeiten. So, er holt immer noch Mist und er ist schon, glaube ich, ewig angekommen. Das Fass stellen wir mal unter, holen mal den Hänger und lassen ihn mal Kalk transportieren in den Hof. Ich weiß nicht, wie viel Kalk wir noch da haben. Aber er wird noch einiges an Kalk herfahren können. Das Fass stellen wir mal hier ab. Meine, wir könnten auch noch mal eine Ladung nehmen, oder hatten wir schon zwei Ladungen Diesel runtergefahren, glaube ich, ja. Meine Hänger hätten wir sowieso noch gebraucht, also es ist jetzt, ich sag mal, so richtig, Geld ausgegeben haben wir jetzt wegen den zusätzlichen DLC nicht. Gut, das Gerät musste man kaufen, ja. Gut, wir hätten den Trigger nicht gebraucht, aber das ist halt eine andere Sache. So, abholen, abliefern kriegt er. Er lädt ein an der Düngerfabrik Kalk. Jetzt überlege ich ganz kurz, weil wir ja eine relativ große Menge Kalk haben, ob wir es eventuell mit dem Zug fahren. Aber dann müsste ich es ja wieder... Nehmen aus. Muss ich selber erstmal auf der Karte gucken. Wir kommen mit der Strecke am Hof vorbei. Aber können wir das Kalksilo beliefern? Boah, das wüsste ich wieder nicht. Also wenn ich es im Hofsilo drin habe und muss es dann noch darüber transportieren, habe ich auch nicht viel gekonnt. Ich meine, mit der Strecke kriege ich es hin. Ist jetzt die Frage, den Zug hat man doch am Güterbahnhof abgestellt, oder?
Warum kann ich keine Punkte anspringen? Wie weit ist denn er? 99%, da muss auch gleich fertig sein. Da steht er, der Zug. Lohndienstleistung abgeschlossen. So, da schließen wir sie gleich mal ab. Denk mal ein, weil jetzt wird es ja heißen, kein Zugang zu diesem Land, den müssen wir mal herausnehmen. Ne? Jetzt ist die große Frage, wenn wir woanders hinschicken, fährt dann Autodrive schon tanken oder ist für Autodrive wieder noch genug Diesel drin? Denk mal, für Autodrive wird er noch genug drin sein. Ne? Dann schicken wir ihn hier erstmal zum Hof, zum Waschplatz. Wenn, dann müsste er auch repariert werden und dann gucken wir uns an, ob er noch eine neue Mission kriegt oder nicht. Das gucken wir uns dann an. Da schickt man erstmal hin. Fahre zum Zielpunkt. Also für Autodrive ist noch genug Diesel drin. So, jetzt das Ganze nochmal zum Zug. Achso, wir waren ja fast noch da. Wir waren ja fast noch da. Wo ist was von Autodrive-Punkt? Sind wir jetzt hier gesprungen? Güterbahnhof. Dann schmeißt es uns dort hinten hin. Der Autodrive-Punkt ist doch aber ja vorn. Na ja, gut. So, wie viel Kalk werden wir ja wegkriegen? Da hätten wir ja uns den Hänger sparen können. Aber ich vermute fast, wir müssen dann den Kalk... entsprechend der Kalk wird im Hauptsilo liegen, würde ich jetzt ganz stark vermuten. Der wird nicht in unseren Kalksilo landen. Ja, selbst mit 100 und km/h auf einer Vierfachkarte dauert denn alles eine Weile. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir hier in 3 Minuten hingefahren sind. Und das ist immer das, was ich meine, dass ich, weil ich den Zug ja selber fahren muss. So, wir brauchen einen 1, 2, 3, 4, 5. Hänger. 1, 2, 3, 4, 5. Den müssen wir schon mal aufmachen. Ja, das sieht man eben kaum. Das ist eben auch ein bisschen sehr lang, der Zug. Nur Befüllung starten. Wird unten Kalk eingeladen, sehen wir. Ja, nach dem 6. Hänger ist dann Schluss, obwohl noch Hänger hinten dran hängen. Es kommt noch ein Hänger 7 und... Da habe ich noch Schüttgut-Hänger. 3, 4... 8. Weil hier geht natürlich richtig was rein, das ist erstmal klar. Aber wie gesagt, ich vermute mal, das liegt dann im Hofsilo. Also hier passen 180.000 Liter rein. Das ist schon mal eine ordentliche Menge. Wir müssen eins nach hinten schalten, öffnen. Sollten jetzt befüllen starten kriegen, aber also man kann es kaum noch erkennen. Also der Zug ist für meine Begriffe ein bisschen lang. Aber wir kriegen natürlich richtig was weg. So, das würde ich meinen, müsste unser Pflanzenschutz-Experte sein. Das sieht auch soweit erstmal ganz gut aus. Bodenbeschaffenheit, kein Unkraut mehr drauf, aber eben, ja, hätte noch gepflückt werden müssen. Aber das können wir leider nicht mehr ändern diese Saison.
So, jetzt erkennen wir natürlich oben nicht mehr, wo wir sind. Also einmal weiterschalten, Abdeckung öffnen. Stück vorfahren. Ups, da ist das Symbol ausgegangen. Warum das? Befüllung starten? Geht nicht. Ne, wir sind noch nicht drunter, oder? Befüllung starten. Halt, anhalten, anhalten. Theoretisch müssten wir dringendst Felder analysieren, ne? Anstelle, dass wir hier im Zug sitzen. Ah, und unser Mistfahrer ist auch fertig geworden, okay. Mit Dünger werden wir noch keinen mitnehmen können, weil wird nicht viel produziert sein, wenn wir spielen ja in Stufe 1. So, noch einmal weiterschalten, Abdeckung öffnen. Weil dann kommt der achte Hänger dran. So, wir kümmern uns aber erstmal, wenn wir hier selber nicht, wenn wir das selber machen, wir müssen uns erstmal unten. Ja, um solche Geschichten hier kümmern, also er bleibt hier einfach hängen, ne? Den können wir erstmal rausnehmen, schalten mal einen Editor an, weil dann können wir gleich erstmal hier. Da geht natürlich jetzt immer Cosplay an, ne, wenn ich das verschieben will. Ach, dann müssen wir kurz mal hier Cosplay deaktivieren. Damit ich überhaupt eine Chance habe, die rechte Maustaste zu bedienen. Das Ganze einfach ein Stück rüberrutschen, oder? Und natürlich, ja, nochmal langfahren und testen. Denn es bringt jetzt nichts, wenn wir bloß hier die Punkte verschieben und es war nicht genug und dann beim nächsten Mal bleiben wir wieder hängen. Da es ja rechts und links einen Wegpunkt gibt, wenn er für irgendeine Variante muss er sich entscheiden, weil er kann ja keine Wegpunkte umfahren in dem Moment. So, das lassen wir mal so. Dann stellen wir nochmal hier hinten ein. Weil das kann es ja jederzeit später auch nochmal passieren, dass sie hier langfahren wird, unser Flug. Oh oh. Da können wir hier gleich weitermachen, weil hier kommt er auch nicht vorbei. Das ist ein bisschen eng. Oder ein bisschen zu nah. Wenn hier was ist, ist es sicherlich hängen geblieben, ist dann nochmal weggefahren. Oder losgekommen, sagen wir mal, nicht weggefahren, wird nochmal losgekommen sein. So, dann muss das hier auch rüber. Das werden wir ein Stück rausziehen. Das auch noch ein Stück rausziehen. Den hier nehmen wir auch gleich rüber. Weil es jetzt nicht das größte Gerät der Flug, aber ihr könnt ja auch mal einen Treasure lang fahren, ne, wenn wir den zurückschicken. Wenn ihr mal ein bisschen mehr anläuft, ne? So, Abfahrer einstellen. So, das passt erstmal. Er nimmt wieder die rechte Route. Das sieht auch gut aus. Und diesmal bleibt er nicht hängen. Also wird er am Hof ankommen, denke ich mal. So, hier ist leer. Er holt sich Dünger, ne? Er ist zurück. Er ist gar nicht fort. Er steht hier auch noch rum.
Editor können wir auch wieder ausmachen hier. Aber da können wir ja eins machen. Wir können ihn... Wir lassen ihn mal hier stehen. Wir haben jetzt hier 19.000 Hackschnitzel drin. Warum lädt sie nicht ein? Gezuckt hat schon das Ausladerohr. Die Brux lassen wir mal hier stehen am Hof. Im Fall wir bauen noch irgendwo was um oder wir müssen noch irgendwo einen Baum wegnehmen. Die stellen wir mal. Wo stellen wir die mal hin? Am besten dorthin, wo man sie wiederfindet, oder? Da stehen die Sämaschinen drin, da machen wir mal hier drüben das Tor auf. Wie viel Dünger ist denn jetzt noch drin? Oh, jetzt blockieren wir den auch noch, den armen Kerl. Er hat 32, also der kann schon noch dreimal kommen zum Tanken, bevor wir welchen holen müssen. Das ist schon realistisch. So, er fährt die Hackschnitzel natürlich runter ins Sägewerk, ne? Genau, ausladen. Und zwar ist das dann... Klasse, Forstbetrieb 1 oder 2? Forstbetrieb 1, ne? Ne, Forstbetrieb 2. Forstbetrieb 2 und dort natürlich... Eigentlich SW Brennstoffe anliefern. Dorthin müssen wir. Halt, das wird nichts. Kannst hier nicht. Das war ein Rückwärtsfahrkurs, der hier in der Halle führt. Wir müssen erstmal hier gucken, dass er eine Strecke findet. So, hier könnte das besser aussehen. So, und dann brauchen wir natürlich hier unseren... unseren Glas mit der Spritze. Und der kann erstmal zurück hier an den Hof. Zwar fährt er mal zum Waschplatz 2, weil Waschplatz 1 ist ja durch ein durch einen Flug besetzt. So, und da kann er los. So, und wir brauchen das Gerät hier. Wir müssen analysieren. Ja, Bohrer ausklappen. Weil wir müssen dann immer noch weiter. So, zack, Bodenprobe nehmen. Weiß nicht, ob wir gleich weiter runterfahren hier Richtung Feld. Was ist denn das? Feld 19, das müssen wir ja auch mit analysieren. Ah, wir sind zu weit drüben, ein Stück rüber. Wo haben wir jetzt alles erwischt?
Well, das sieht gut aus. Ich denke mal, da werden wir jetzt die letzten Minuten heute von der Folge hier auf Feld analysieren. Denn wenn wir oben, also auf unserem Minimap oben rechts gucken, können wir so weit fahren, bis der grüne Kreis dorthin kommt, wo wir schon analysiert haben. Dann nehmen wir die nächste Probe und da müssten wir es ja eigentlich lückenlos hinkriegen. Also Not müssen wir dann in der Mitte nochmal welche nehmen. Eigentlich könnte man fast testen, wie viele Bodenproben wir nehmen können. Weil ich würde meinen, es müsste ja dann eine Anzeige kommen, es geht keine mehr oder so ähnlich, ne? Ich weiß nicht, ob es schon einer weiß, aber gut. Hat schon eine Saison durch, muss dann wieder analysiert werden nach der Ernte. Ich meine, theoretisch könnte es so sein, weil wo soll ich sonst den nächsten Stickstoffwert herkriegen? Oder kriegt Cosplay später mal eine Route, die es wohl analysieren kann. Aber leider geht das, glaube ich, nicht. Ne? Automatisch Bodenprobe nehmen und sofort nach jeder Probe ins Labor schicken. Arbeitsmodus und Cosplay, das wäre nicht verkehrt. Und wenn man die dann alle so und so viel Meter nimmt, also halbe, wenn wir machen ja 130, 65 Meter, alle 65 Meter Bodenprobe müsste es auch lückenlos werden, oder? Müsste wieder ein Düngerstreuer sein, oder? So, hier haben wir das ganze Feld. Ich sag mal, wir sind zwar jetzt schon ein Stück rübergerutscht auf Feld, aufs Nachbarfeld. Was ist denn das? Feld 17, aber ja. Wenn wir jetzt runter analysieren, wir werden nicht die komplette Feldbreite erwischen können, oder? Jedenfalls scheint mir das so. Ne, jetzt müssen wir Probe nehmen. Wir müssen noch weiter runter. Ne, was war das jetzt? So, jetzt haben wir 10 Proben genommen. Also eine Anzeige kommt nichts, dass wir, oder können wir keine mehr nehmen. So, wir fahren jetzt hier vor und dann fahren wir nochmal. Ja, wir können noch. Ja, ich krieg nicht alles in der Mitte. Das reicht nicht. Oder? Wenn wir jetzt hier hochfahren. Doch, da haben wir alles. Ja. Doch, haben wir alles erwischt. Ja, aber dann bleibt hier unten so viel über. Wir müssen hier unten weiterfahren. Wir müssen dann nochmal entlang fahren in der Mitte. Oh, die anderen Fahrzeuge sind fertig. Wir müssen zwingend die Proben ins Labor schicken und die Felder fertig kriegen.
Jetzt sind wir bestimmt wieder. Jetzt hat sich das überlappt unten nicht, ne? Wenn es nämlich nicht analysiert ist, wird, glaube ich, auch nichts ausgebracht, ne? Weil ich hatte nämlich, wo ich es ausprobiert habe, mal ein Fahrzeug düngen lassen und dann hinterher Probe genommen, das hat er nicht geschnallt oder nicht ordentlich angezeigt. Oder weiß ich nicht. Wir richten uns nach unten, fahren in der Mitte dann nochmal zurück. So eine Bodenprobe werden wir noch nehmen, aber wie gesagt, 14 haben wir jetzt schon genommen. Es kommt keinerlei Anzeige, dass wir nicht mehr nehmen könnten. Oder werden dann bloß Zähne analysiert oder irgend sowas. Wir ziehen mal hier noch eine und dann fahren wir mal auf der Mitte vom Feld und ziehen dann nochmal eine. Genau, unter der 19 ist noch keine gezogen, ne? Das Feld wäre ja eigentlich noch nicht mal so wichtig, weil das müsste ja... Halt, wir müssen hier ein Stück rüber. Müssten wir alles haben. So 16 Proben haben wir gezogen. Machen wir weiter. Aber wenn, dann können wir uns das erst morgen in der nächsten Folge angucken, ob wir hier noch mehr Proben ziehen können, weil wir sind schon wieder viel zu lange unterwegs. Wir können ja nicht jeden Tag Überstunden machen. Obwohl es momentan relativ, also für mich relativ spannend ist, wie die Sache hier ausgeht. So, hier ziehen wir mal noch einen. Wir sind zwar auf dem Weg, aber so erwische ich die Felder ja alles. Also wie gesagt, wir machen ja morgen weiter mit Bodenprobe. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Wir müssen morgen auch die Helfer hier noch alle retten. Wer möchte, morgen 13 Uhr geht's weiter. Bis dahin und tschüss.